Warte mal. Das war mit diesem Thomas oder wie auch immer der heißt, Thomas? Nein, mit diesem. Wie heißt der denn? Ich weiß nicht, wie heißt. Mit Lou. Das war das. Mit den Salamis. Wo er die ausgekippt hat. Das war ja Folgen vorher. Nein, das war mit Dings hier. Mit dem. Bryce Larkin. Ja, stimmt, Bryce Larkin, die Bombe. Aber die Folge danach, also. Guten Morgen. Sandwich, glaube ich. Den Tag gestern blenden wir lieber aus. Da war nichts. Da war nur Schlüpfen. Nur Regen? Ja. Nur Regen. Und heute hoffen wir auf besseres Wetter. Und ich habe vergessen, den Akku zu laden. Heute wird es wieder regnen. Nee, sieht eigentlich schon gut aus. Achso, wegen Wettervorhersage. Hat? Regen? 50%. Ist doch mal 90% oder so. Man muss 100%ig sein. Also schon geregnet hat. Ja. Für wen das kleine Gefühl? Das geht nicht an. Wieso geht das nicht an? Also Papa hat noch alle den Kronleuchter jetzt. Ich habe den Hauptschalter jetzt nur noch. Schalter ist... Doch, der funktioniert jetzt wieder, klar, aber muss erstmal Strom ankommen. Dann schauen wir mal, ob das jetzt so funktioniert. Wie auch immer. Schlüssel, genau, zurück. Die Sieger auch genießt. Sie sehen, ja. So, und offen ist es natürlich schon, weil ich es ja schon aufgemacht habe. Lass es erstmal gehen. Sei ganz vorsichtig, Fräulein. Ja. Halt's gut fest. Und ein Teil raus und halt's fest. Setz dir mal auf den Stern. Muss aber dünn sein. Das Teil ist mega dünn, oder Papa? Na, weißt du schon, was es ist? Irgendwas für den Kater? Na ja. Es sieht pink aus. Es sieht pink aus? Oh mein Gott. Oh, ho, ho. Für das Trinklager? Also, für die Pedale. Wo kommt das hin? Bei Lenker? Nein. Dann weiß ich es nicht. Wo ist denn das Paket? Dort. Oh, dort müsste noch eine Sache drin sein. Die Tür, oder? Ja, mit mir. Ist mein Papa die andere? Nee, die ist auch nicht drin. Na, wozu braucht man zwei davon? Wer hat das da? Na, jetzt enttäusch mich nicht. Wo kommt der dran? Für den Reifen? Richtig, für die Räder. Das hier ist vorne? Nee, bestimmt nicht. Das dicke ist hinten. Oh. Ah, die Reifen. Die Narben sind das. Ja, die Narben nennt man das. Da kommt die rein. Da kommt die eine rein. Und die kommt nach vorne. Weiter das Fahrrad zusammen? Uiuiui. Er kann ich erzählen. Du hast schon verrotzt alle. Also, ja. Ich hab mich gar nicht erkältet. Sieht doch super aus, oder? Ich hab mich nur bei der Cousine angesetzt.
Was sagst du dazu, Lumi? Sieht das gut schön, aus? Aber schade, dass ich kein neues Fahrrad habe. Für dich haben wir ja gerade erst eins aufgebaut gehabt. Hey, das ist Benjamin Blümchen, ne? Ja, aber wo ist es denn? Das steht da hinten, das weißt du doch. Ganz, ganz hinten im Laden. Können wir das einbauen? Naja, einbauen? Das Problem ist ja, du musst dir jetzt... Was fehlen da noch? Speichen, ne? Ja. Speichen fehlen. Und der Felgenring fehlt. Und das müssen wir alles noch machen. Und das Einspeichen, das machst du. Einspeichen. Die Speichen reinmachen. Da bin ich ja schon gespannt, wie du das machst. Ob du das schaffst. Aber bestimmt. Und das ist dann so ein Rad für Sprünge. Das Rad ist für alles. Damit kannst du alles machen. Aufspringen. Cool. Ein bisschen durch die Gegend hüpfen. Und gehen wir mit ihm mit. Wohl seine Geschenke. Ja. Naja, einbauen müssen wir denn. Ja. Müssen wir mal einen Tag machen. Wenn alle da ist, dann machen wir das. Ja, schön. Schön. Wenn es dir gefällt, freue ich mich. Tschüss, lieb dich. Tja, das ist schon was anderes, wa? Wenn Tommy so eine Sache auspackt oder einen Anuke zieht. Ich kann damit noch nicht so weit anfangen, so richtig. So mit diesem. Danke für das rosa Geschenk. Ich bringe die mal nach oben. Werde dir mal der Malis zeigen und dann sehen wir uns unten gleich im Laden mit hoffentlich irgendeiner Aufgabe, die ich machen muss. Das Rad hatten wir hier zum Schlauchwechsel. Den Kettenschutz nicht eingeschraubt. Viel zu locker, Alet. Oh Mann. Oh Mann, ey, nee, das geht nicht. Ist nicht in der Achse drin. Oh, genau was. Also eine kleine Reklamation hier. Das hier wurde nicht in die Achse zurückgepackt. Das wurde nicht da festgeschraubt. Ne? Die Kette ist viel zu locker. Scheiße. So, jetzt mache ich das Ding zweimal hier. Das ist natürlich, das geht natürlich nicht. Aber Hopp geht das halt nicht. Das muss man in Ruhe machen mit Konzentration und allem. Ja, jetzt bricht das ab. So, also. Das muss gelöst werden. Das muss gut gelöst werden. Das hier rein, zwischen die Achse. Muss in die Achse natürlich rein. Das Scheißding. Also die Kette ordentlich gespannt. Oh Mann, ey. Als hätte ich sie geahnt. Sehr gut, ich freue mich. Ich habe totalen Hunger. Mensch, ey. Wo ist Mama? Warum kommt die nicht mehr raus?
ohne Wein jetzt nur und hat hoffentlich, was sie will und jetzt wollen sie nicht mehr, aber sie kann auch nicht kommen, weil sie auch mit dem, weil sie auch noch halt die, sie muss noch die Wäsche aufhängen, dann müssen wir losgehen und dann kommen wir irgendwann noch zurück. Hm. Oh Mann, ey. Ich geh wieder hoch, okay? Okay. Dann bestell mal oben schöne Grüße von mir. Mann, Mann, Mann. Ja, meine Augen sind schon. Oh Gott, du bist richtig krank, ey. Ja. Tschüss, Papa. Ciao, ciao. Ja, tschüss. Ich lieb dich. Jetzt schrauben wir den fest hier, den Bullen. Der muss jetzt hier so ein bisschen. Entschuldigung, jetzt habe ich euch da stehen lassen. So, also es ist auf alle Fälle fest. Sieht aus wie eine Waldrohe da an Kabelbindern. Die Kabelbinder, oh ja, wie sagt das hält. Das ist bombenfest. Super. Schwarze Rohrschellen, das wert. Einfach drum. Gibt es halt nur in Kunststoff alles. Kunststoff ist doch scheiße. Gut. Das ist in Ordnung. Das ist fest. Ah, so brauche ich jetzt einen Spiegel, will er angebaut haben. Der erste, der einen Spiegel dran haben will, hier für meinen Kunden, dann bauen wir ihm einen Spiegel an. Also Spiegelmontage. Bruchslappen. Wenn man den Griff dann schon mal ab hat, diesen Bruchsgriff, dann sollte man auch hier die Scheiben noch mal nachspannen. Also einfach hier die Nippel noch mal nachziehen. Also ich habe das Rad hier soweit vorbereitet. Ich habe hier eine andere Gabel eingebaut. Ihr wisst ja, das Raleigh, das haben wir ja geschlachtet. Da musste man ja die Gabel abflexen hier oben. Und weg und Müll und jetzt habe ich eine andere Gabel hier drin, die ihr brauchte. Ich habe ein geiles Laufrad hergerichtet. Mylar Diabolo. Läuft genial, läuft richtig gut, richtig leise, ohne jegliche Geräusche. Ohne jegliche Zucken. Der Teig zentriert, poliert die Felge, wie man sieht.
Sieht richtig schick aus. Ja, und jetzt suche ich noch ein Hinterrad dafür. Oder warte ich ab, muss ich mal schauen, was da kommt. Na, dann haben wir hier den nächsten Aufbau dann bald fertig. Da kommen ein bisschen dickere Reifen drauf hier auf der Dinger. Da kommen so irgendwie so irgendwas Fettes kommt hier auf. Ne? Müssen wir mal schauen. Ja, und ich packe jetzt langsam zusammen. Dann habe ich mich richtig gefreut. Ich habe jetzt meinen Kaffee wieder entdeckt von heute Morgen. Ich hatte morgen da abgestellt vorne auf dem Brett und habe ihn vergessen. Jetzt habe ich ihn wieder gefunden. Fantastisch. Den genieße ich jetzt und dann habe ich alles schon reingeräumt hier von draußen, die Verkaufsräder von hier den Auftragsrad für Montag schon. Und ja, ich sag mal, dann mache ich auch langsam Feierabend. Ist halt nicht los und ich schlafe hier fast ein, da habe ich keinen Bock drauf. Bremsen habe ich neu bestellt schon. Von vorne für hinten, Laufrad, das wäre mal so ein geiles Laufrad. Maila Diablo, ich guck mal im Netz, ob es sowas gibt. Ich guck mal gleich. Okay, was soll ich sagen? Vielleicht speichere ich doch noch irgendein Laufrad ein oder sowas, weil das ist ja nichts hier. Findest du ja nichts. Die Kamera ist wieder da. Ich hab sie gesucht gerade. Furchtbar. Ich wollte jetzt eigentlich das Ding hier noch retten. Ich habe mich entschlossen. Habe ich mich dazu entschlossen? Nee, ich habe mich doch nicht. Ich habe mich wieder umentschieden. Ich baue das hier nicht ein. Ah. Scheiße. Dann kommt es gleich im Müll. Einmal Müll. Abgebremst, durchgebremst. Brauchen wir nicht. Und den ganzen Tag regnet es, regnet es nicht, regnet, regnet nicht, regnet, regnet nicht, regnet, regnet nicht. Und ich habe nichts zu tun. Es kotzt einen an. Also bis gleich, ich suche das nächste Laufrad. Wir sehen uns wieder, Band. Alles klar. Bis dann, ciao. Mist, ich hab's verloren. Ne? Egal. Spinnefax. Spinnefax ist auf der Straße unterwegs, da muss man ein bisschen aufpassen. Also ich jetzt gerade. Jetzt gerade mal ein Fendo aus alten Zeiten. Den kenne ich noch von früher. Hat sich ja auch gar nicht verändert. Boah, ist das geil, boah, ist das geil. Ey, es wird langsam. Es wird ein bisschen geputzt noch. Ich habe überlegt, echt früher Schluss zu machen heute, weil hier ja nicht los ist, aber irgendwie jetzt bleibt doch hier. Bastelig halt ein bisschen, ne? Ist ja auch nicht verkehrt. Okay. Vorne haben wir jetzt Silber, hinten haben wir Schwarz. Jetzt könnte ich hier eine, würde ich auch gerne machen, eine Schaltung rein.
Aber ich mag ja Nabenschaltung nicht so sehr, außer es ist eine sehr gute. Also sprich, die Rohloff, die mag ich natürlich ganz gut, ganz gerne, aber finde ich auch gut. Aber die ist natürlich teuer. Die ist natürlich viel zu teuer, um die regelmäßig irgendwie zu verbauen und geschweige denn die irgendwie mal zu warten oder so, dass man sowas mal in die Hände bekommt. Und da habe ich auch zu wenig Erfahrung mit, sage ich ganz ehrlich. Ich habe sie selber zwar auch, aber zerlegt habe ich sie noch nie. Gibt es aber reichlich Kurse und so. Und auch gerne mal eine Schulung von Rohloff selbst, wo man eingeladen wird. Ich bin als Händler da gelistet bei Rohloff. Und bin aber bisher noch nicht zu den Seminaren gegangen. Jetzt muss ich den B2B-Shop wieder einloggen und mir mal wieder eine Narbe hinlegen oder so. Pro Jahr eine Narbe, das wäre schon toll. Okay. Sehr gut. Perfekt poliert, wie man sieht. Ja, jetzt wird es wieder aufgemacht. Ich weiß jetzt ja nicht die Tage, was ich euch zeigen soll in meinen Vlogs, aber so ist es halt, ne? Dürfte halt nicht sauer sein. Okay. Dann schauen wir doch mal von der Größe her, was da jetzt drin passt. Ein Reifen. Mal gucken, ob es hinten drin passt. Ein 42er. Ja, so sieht das aus bei meinen Aufbauten. Ja, egal, ob es jetzt ein Schrottrad ist oder nicht, müsst ihr euch vorstellen, da wird irgendein Rahmen genommen, der total Schrott ist. Zum Beispiel wie dieser Raleigh-Rahmen oder so. Das ist totaler Müll, das Rad. Ja, das ganze Rad ist irgendwie durch, das Abfall eigentlich, das ist wegwerfen, würde ich ja sagen. Tommy sagt sie, nee, schrotten, gucken, was an Teilen noch gut ist, nicht war gut an Teilen, alles war Müll eigentlich, ja. Ja, dann aufbauen und dann geht's los, dann wird aufgebaut tatsächlich. Dann kommt ein Vorderer drin, geil, das wird gemacht, das wird richtig zurecht gemacht hier. Das ist ja nicht so, dass da irgendwie nur und nicht eben nur geputzt, sondern auch. Ihr schaut, dass die Lager gut laufen, da kommt neue Teile, neue Reifen, neue Schläuche, Felgenbänder werden erneuert, die Bremsanlage kommt neu,
Sattelstütze wird dann auch eine neue sein, wahrscheinlich Vorbauen neuer, Lenker neuer, Griffe neu, Tretlager neu, Tretkurbel neu oder eben eine gebrauchte geile irgendwie so, muss man sehen, was man da hat, coolet. Oder eben eine günstige neue, muss man echt schauen. Ja, und dann weiß ich nicht, wenn es mit Schaltung ist, noch siebenfach oder so, dann so ein Ding kostet halt Geld, egal wie der Rahmen aussieht, ob der Rahmen Grotte ist ohne Ende oder nicht, ne? Kostet halt Geld. Und das Geile ist, wenn der Rahmen so grotte aussieht wie der, dann ist das doch geil. Dann will ihn noch kein Mensch klauen. Oder hat man wenigstens die Chance, irgendwie so annähernd die Chance, dass jeder sagt, nee, das lohnt sich nicht, da kauft mir keiner ab. Das lohnt sich nicht, da kauft mir keiner ab. Dabei ist das eigentlich ein geiler Draht denn am Ende. Ja? Mag ja alles sein, dass es scheiße aussieht, aber... Lohnt sich nicht. Ja, bloß hier so viele polieren, ja, ansonsten sieht es schon wieder zu gut aus. Hier so was hier. Wenn ihr da richtig polieren wollt, macht da noch ein bisschen Paste drauf. Das kriegt ihr putzeblank. Putzeblank. Mit Polierpaste. Räder aufbauen macht schon Spaß. Ich sagen, macht einfach Spaß. Wer war denn das? Wer hat mir denn den Rahmen geschenkt hier? Also das hat ja eigentlich. Achso, das war ja der mit dem. Nee, kriegt er zusammen noch? Dem habe ich irgendein anderes Draht, hat der hier von mir? Hat mir das Rad hier da gelassen von seiner Ex-Freundin. Da macht Kindersitzhalterung dran. Die hat mir abgebaut, die kriegen wir zusammen. Hat ja irgendwie für ja, dieses 90 Euro Rad hat er genommen. Ja, das ist geil. Ja, du kriegst ein Neurad für 250 Euro. Auch mal einen sehen, hier diese B-Twin-Räder. Das für 250 Euro. Das hält im Leben nicht so lange wie das Rad hier. Natürlich, ich kann jetzt in den Rahmen hier nicht reingucken. Ich weiß nicht, haut dir den Rahmen weg. Ich kann natürlich so weit reingucken, indem ich das hier sehe. Und sehe eigentlich auch noch ganz vernünftig, noch gut Substanz. Blättert noch nicht scheibchenweise ab von innen. Aber du kannst trotzdem nicht reingucken, du weißt nicht. Das ist eine Berliner Tarnkappe, wird das hier wieder. Das wird definitiv eine Berliner Tarnkappe. Geile Technik. Schrottiger Rahmen. Alter schrottiger Rahmen. Fertig was. Berliner Tarnkappe. Berliner Tarnkappe. Das Ding kostet nicht weniger als ein Neurad. Am Ende. Ein 42er, locker. Jetzt brauchen wir noch eine 7-fach-Kassette. 7-fach gebraucht, aber top. Top and Juice.
Jetzt wird das mal die Kassette geputzt. Da wird so eigentlich nicht mit alten Dreck gleich wieder auf den neuen. Die Kette kommt ja eine neue auf. Das muss nicht sein. Tja, die Sunrays-Kassette, um die richtig sauber zu machen. Mini-Torx. Aber wirklich Mini, hier, total Mini. Was ist das hier für einer? Schraube aus. Jetzt kann man das ordentlich zerlegen. Und jetzt kann man die Grenze sauber machen, richtig. Also so richtig. Ist auch ein leichtes, so diese Grenze sauber zu machen und eben nicht hier zwischen den Dingern da rumzuwischen. Naja, klar. So sieht es vorher aus. Jetzt hinterher aus. Okay, dann setzen wir das mal wieder zusammen. Oder? So schnell seid ihr nicht mit durchputzen, wenn ihr das Ding komplett lasst. Das kann ich euch sagen. Das muss natürlich alle stimmen jetzt. Im Zusammenbau wieder. Da hilft einem die Markierung mit dem Pfeil. Das ist ein Pfeil auf jedem Teil. Und natürlich hier bei den Spacern das mit dem Loch. Da muss die Schraube wieder durch, die Verschraubung wieder durch. So. Haben wir. Jetzt das Ganze umdrehen. Den Stift wieder einsetzen. Und zusammenschrauben. Und was sehen wir? Die Spacer sind alle falsch rum. Ich habe alle Spacer falsch gelegt. Also nochmal von vorne. Und das Schraubloch natürlich. Also. So. So ein Trottel. Könnt ihr mal sehen. Immer schön auf die Markierung achten. Ja, ja. Bei den Spacer natürlich auch darauf achten, dass die im richtigen Loch zu verschrauben sind. Mann, 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 ey. Tommy, bist du ein Drode. Fakt ist, ich hab's. Ist alles wieder zusammen. Wunderbar. Sieht die Kassette ganz gut aus. Bank Report. I think here we can win the bike. Mann, Kinder liest Fahrradhandlung und Reparaturwerkstatt. Da liest kein Mensch. Scheiß, schmeiß weg den Dreck. Okay. Ja, Hinterrad, wo ist es? Habe ich schon rausgenommen? Ja, habe ich. Weil es jetzt siebenfach ist und das Hinterrad für... Das sieht ja nicht so lang aus. Sieht eigentlich kurz aus. Aber passt nicht. Dürfte nicht passen. Das Hinterrad müsste für neunfach sein. Deswegen müsste man eigentlich einen Spacer reinsetzen. Wir testen mal. Dazu müsst ihr mal
herkommen. Da, 7-fach-Kassette sieht dann nämlich so aus. Da habt ihr denn ein Problem. Zack, ein Gang zu wenig. Seht ihr hier die Lücke dazwischen? Das geht nicht. Also muss ein Spacer dahinter. Machen wir einen Spacer hinter. Hallo. Hallo. Ja, bitte. Hallo. Ich bin. Du bist ja wieder hier. Genau. Das ist ja Wahnsinn. Diesmal alleine. Ohne das Kind hat es ein Trauma davongetragen bei diesem Laden. Das ist auf dem Weg ins Bett. Das ist das ansonsten liebt sie Läden. Wunderbar, aber nur meinen nicht. Ja, alleine im Keller, das ist natürlich so was Suspektes. Ah, ist ja unglaublich. Ja, aber das nicht verstecken. Ja, kannst du mitnehmen, ist wieder in Ordnung. Wunderbar. So. Newton, ungefähr 4 Kilo Druck am Ende eines 1 Meter Stiels. Das muss man sowieso ein bisschen runterrechnen, denn auf so einen kurzen Hebel, das muss schon fest sein. Ja? Gut, schaut euch doch mal das an jetzt hier, das Ergebnis. Also ich weiß ja nicht, was ihr davon haltet, aber ja, ich denke mal, das sieht ganz manierlich aus. Ne? Also für so eine gebrauchte Kassette ist das doch ganz in Ordnung. So eine gebrauchte Felge, die total verhunzt, verdreckt war, ist das doch ganz ansehnlich. Was man mit Fleiß eben so hinbekommt. Na, und Zeit natürlich. Selbstverständlich braucht man Zeit dafür. So, jetzt baue ich das Ding ein. Und ich vergesse jedes Mal wieder, dass ein Schaltauge, dass er natürlich noch so ein angesetztes Schaltauge rankommt. Die ist schön dick, aber die muss ich noch putzen mit Stahlwolle. Es ist doch so klar. Alle Jute ist nie beisammen. Ich weiß, es passt nicht ganz, das ist das Problem. Das ganze Ding passt eben nicht ganz. Das ist nicht für eine 7-fach-Kassette ausgelegt, das Ding. Das Ding ist halt für alte Einbaumaß ausgelegt. Ja. Jetzt könnte man Folgendes machen. Die Achse ein bisschen umbauen. Die Spacer hier rausnehmen. Den dicken, den dünnen reinmachen. Das Problem, was ich damit habe, ist, dass die Achse denn zu lang ist. Dann muss ich die Achse auch noch kürzen. Und umspeichen muss man es auch noch. Rüberspeichen. Das bleibt jetzt so lange so drin, bis wir da passendes Hinterrad gefunden haben, mit dem Einbaumaß vernünftig. Das ist dann wahrscheinlich auch nicht 7-fach, sondern eben 5-fach oder 3-fach sogar nur. Die Schaltung. Aber das passt dann wenigstens. Perfekt. So.
So, jetzt gucken wir mal hier. Da. Komm mal mit hier. Hilfe, mein Kaffee ist alle. Ich habe gesehen, bei meinem Lampenhalter, der war ja heute wieder da. Die Frau war ja heute wieder da mit dem Lampenhalter. Da habe ich gesehen, dass es schon anfängt zu rosten. Also, was man machen sollte hinterher, wenn man da fertig ist mit dem Ganzen, einmal lackieren. Einmal die Röhre lackieren, ein bisschen die Seiten abkleben, nicht die Winde, Röhre lackieren. Und danach, also das ist ja wirklich nur ein Prototyp. Also es ist wirklich nur einfach nur so eine Spinnerei erstmal von mir. Einfach mal gucken, ob es funktioniert. Wenn ihr da Bock drauf hat, alles cool. Aber was hier passiert ist, natürlich, sie hat die Lampe verloren. Das Gehäuse blieb dran, aber der Inhalt der Lampe ist weg. Wie geht das denn? Hat ja noch nie gehört. Ist ja auch tatsächlich noch nie passiert. Ihr ist es passiert. Die kam an, die wollte die Lampe abmachen, sagt sie, und da war keine Lampe mehr drin. Sie ist sich sicher, dass eine drin war, als hier losgefahren ist. Ist einer sicherlich. Also das ist ein Fakt. Ach. Aber es war keine drin, als sie ankam. Also als sie die anmachen wollte. Wie verrückt. Ach, Herrgott. Wenn das Speichelloch zu klein ist, dann hilft nur aufbohren. Danach natürlich die Späne gut entfernen. Wie gesagt, das kann ja eh nicht doof finden, den Aufbau oder gut oder was, und der andere wieder schlecht oder so, der nächste wieder scheiße. Die sind halt alle anders, die Aufbauten, die ich mache. Ist halt mal so und mal so. Dem einen gefällt es, dem anderen nicht. Kannst nicht allen recht machen. Und will ich auch nicht. Willst du ja nicht allen recht machen, sondern ich will es einfach nur mir recht machen in dem Moment. Tatsächlich. Das mache ich nicht. Zwingend für euch. Das mache ich einfach nach wie vor, wie ich schon seit Jahren mache, erstmal für mich. Das ist nochmal. Das kann man mögen oder nicht. Scheiße, ja. Wenn ich es nicht mag, mache ich es selber wieder, baue ich es auseinander wieder irgendwann. Das ist gut. Oder wenn es der Kunde nicht mag, habe ich auch schon gehabt. Leute hatte, die wollten ein Rad kaufen, aber nur so. Aber nur wenn das so und so oder so und so ist. Ich sage, das ist aber fertig jetzt so Rad. Jetzt bleibt das so. Musst du so kaufen wie das und dann kannst du ja umbauen. Dann kostet es aber extra. Ah nee, das nicht. Das nicht. Ja, außer so Kleinigkeiten. Wenn man einen Sattel ineinander oder was. Hat die immer mal. Guck mal, wie geil. Ist ja nicht, ob das gut aussieht überhaupt so. Also, nimmt langsam Form an, ne? Black Knight. Und Black Knight werden wir auch noch ein bisschen unterstreichen.
Oh Gott. Wir haben wieder neue hinmalen. Raleigh Black Knight. Ach du. Das läuft gut, das läuft gut. Mal gucken, was wir da ranbauen. Für ein Schaltwerk, was für. Ach, oh, herrlich. Die Bremsen sind jetzt Silber. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Ich werde wohl schwarze holen. Ja, doch die teureren. Ach, das wird dann wieder teurer als gedacht. Jetzt werden die Bremssockel hier, die werden poliert. Meine sind jetzt rostig, ne? Schwäche. Okay. Sockel sind poliert. Bekommen dann am Montag ein bisschen Fett, wenn die Bremsen da sind. Die hohe Bremse mache ich nicht ran, das ist zu teuer. Das wird zu teuer. Aber Shimano Bremsen auf alle Fälle. Okay. Vorbau noch ran. Lenker eventuell. Tja, gucken wir mal. Lenker eventuell habe ich ihn. Vorbau habe ich nicht, muss ich bestellen. Schaltwerk. Jetzt habe ich ja hier richtig gutet gefunden, SLX. Also will ich da nicht verbauen. Oder? Ja, kurzum, das kann ich nicht machen. Ein SLX-Schaltwerk daran. Was soll denn den kosten denn hier, das Rad? So geil war ich, sage ich will nicht, aber ich baue trotzdem an. Also, ist okay. Ist schon bekloppt, ich bin. Zerlegen, sauber machen. Beta. Beta-Version. Beta. Ey, geil, Beta. Berliner Tankkappe, Beta. Die nächste Berliner Tankkappe ist bald fertig. So, also liebe Leute, das war's für heute. Sag ich mal, es ist jetzt 2024. Ich komme jetzt nicht mehr weiter. Ich mache jetzt nur noch eine Liste, was ich brauche. Ja, ich sag mal so, das ist die neue Beta-Version. Das hört sich gut an. Die neue Beta-Version, seht ihr hier? Beta für Berliner Tarnkappe. Natürlich. Wie geil ist das?
Oh, ich verlieb mich ja immer so in die Räder, wenn ich die baue. Ich weiß auch nicht, selbst wenn das so eine Grotte ist wie das eigentlich hier, ja, aber irgendwie ist es jedes Teil, was du anbaust, das ist so. Das wächst. Liebe ist ganz schnell vorbei, wenn ich es dann am Ende einmal fahre und das fährt sich beschissen. Muss ich sagen, dann ist die Liebe vorbei. Erwartet. Ja, aber jedes Rad wird ja immer gefahren von mir denn. Bevor ich es verkaufe, muss ich es einmal erfahren sein. Raleigh Black Knight Berliner Tarnkappe. Ich freue mich. Am Montag, so Gott will, ist es fertig. Sattel bekommt es einen geilen, das muss man sagen. Da nehmen wir den geilen Jack hier, den ich schon mal verbaut habe beim Quali. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Das ist so ein Ledersattel mit so einer Naht drauf, also drumherum. Sieht ganz geil aus, sieht ganz gut aus. Der Quali-Aufbau, der ist ja auch geil geworden. Und ja, Lager kommt drin, Tretlager kommt, Tretkurbel kommt dran. Da nehme ich eine ganz einfache. Da dürfte mir auch nicht sauer sein. Irgendwo muss man ja auch sparen. Ja, das kann man alles noch verbessern oder so. Aber da muss ich erst mal sehen. Kostet doch alle Geld. Nicht vergessen. Na gut, okay, alles klar. Das war's. Ich verabschiede mich von heute. Von hier. Von euch. Ach, wie auch immer. Ich verabschiede mich. Also macht es gut. Bis dann. Ciao, sagt der Tommy. Und wir sehen uns vielleicht morgen wieder, vielleicht aber auch erst übermorgen. Aber morgen sehen wir uns wahrscheinlich nicht, aber ich werde morgen auf alle Fälle was hochladen, weil ich habe ja zwei Sachen hochzuladen. Den gestrigen Tag, den ich noch schneiden muss, und den heutigen Tag, den ich auch noch schneiden muss. Sehen wir uns also vielleicht heute Abend, heute Nacht irgendwann seht ihr mich. Und dann morgen der Vlog von heute und dann am Montag wieder aktuell. Bis dann, ciao, macht es gut, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis Montag.